Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut, also seitdem es eigentlich bekannt gemacht wurde. Und nun ist es endlich draußen. Es gab ein paar Probleme mit dem Runterladen, deswegen gibt es auch erst heute das Video, also entweder Freitag oder Samstag. Aber auf jeden Fall starten wir jetzt mal hier rein. Ich denke mal, jetzt sollte eigentlich alles klappen. Ich muss jetzt nur noch die Option wollte ich jetzt schon sagen. Die Option. Nein, ich will Uplay nicht öffnen. Mal hier so ein bisschen alles anpassen. Gelle. So, Auflösung. Ja, das ist okay. Ja, die muss natürlich hoch. Sehr hoch sogar. Geht das noch höher? Nee. Ja, die muss auch hoch. Sehr hoch. Und auch sehr hoch. Hier wollt ihr natürlich was Schönes hier sehen, ne? Ist das jetzt gespeichert? Ja, gut. So, unser HUD lassen wir einfach mal so. Allgemein, was kann man denn bei allgemein? Bearbeiten Sie Bild und Ton der Simulation. Ah, okay. Dann werde ich das mal so. Ja, okay, so ist gut. Und die Effektlautstärke manchmal ein bisschen runter, weil in Gefechten ist es dann doch manchmal ganz schön extrem. Ja, natürlich ist das an. Und Untertitel, was habe ich heute mit meinem Auto? Na egal, die mache ich mal an. So, und Sprachen. Ja, Deutsch, natürlich auch Deutsch. So gehört sich das. Ja. Dann mal los. Ja, nennen wir uns mal Desmond. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt. Und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen, einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite, bereit ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende.
Wir sind da. Gehen wir. Na, das war ja mal ein geiles Intro. Das hätte ich nicht gedacht, so mit dem 21.12.2012. Echt geil gemacht. Muss ich schon sagen. Ja, dann mal rein hier. Ich weiß nicht, was die vorhaben. Werden wir ja sehen. Ach, jo. Hier war schon mal jemand. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Okay. Das Zitat von ihm war gerade irgendwie so leicht ironisch, so zu sehen. So von wegen, ja, scheiß drauf, wir laufen einfach hinterher. Haben ja sonst nichts zu verlieren. Was haltet ihr denn jetzt schon wieder an? Muss ich hier schon wieder was aufmachen? Der Mantau. Ich glaube, wir sind da. Wow, Junge, 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 Junge. Wie sieht das hier denn aus, ey? Eieiei. Na, sprinten können wir noch nicht. Schade eigentlich, aber okay. Mal sehen, was uns da gleich erwartet. Ich habe noch nicht so wirklich viel von dem Spiel gesehen, nur weitere Szenen. Wo man dann später in Amerika ist. Aber das war auch nicht viel. Also ich wollte eigentlich mich nicht spoilern lassen. Das war nur kurz so ein Rumgehüpfe. Packt man einfach da rein, genau. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir? Das schon wieder.